Willkommen zurück, liebe Freunde der digitalen dentalen Unterhaltung. Wir wollen uns heute ein bisschen näher mit dem Thema ExoCut beschäftigen und zwar im Speziellen mit der Galway-Software. Die ist jetzt schon ein halbes Jahr auf dem Markt, aber es gibt eine Menge Neuerungen, die ihr vielleicht noch nicht entdeckt habt oder die wir vielleicht zusammen erforschen können. In den nächsten Wochen werden wir in einzelnen Videos noch spezieller auf die Themen eingehen. Heute wollen wir uns nur einen groben Überblick verschaffen und in dem Zusammenhang schauen, welche Bereiche der Software sich leicht verändert haben, welche stärker und welche Module dazugekommen sind. Vielleicht bereichern die auch den Ablauf bei euch im Labor. Wir werden sehen. Im Speziellen wollen wir heute auf die Eingabemaske eingehen. Hier können wir am besten zeigen, welche Module dazugekommen sind, welche Arbeitsabläufe neu strukturiert wurden oder wo sogar Optionen dazugekommen sind, die ihr vorher gar nicht hattet. Meine Empfehlung, bevor ihr startet: Schaut, dass ihr nicht zu viele Materialien und nicht zu viele Versorgungstypen miteinander mischt. Erarbeitet euch einen Weg und Standardwerte, die für diese Materialien passen und schaut dann, wie ihr das auf andere Bereiche übertragen könnt. Im Laufe der Videos werden wir euch relevante Daten, zum Beispiel unsere Standardwerte, immer wieder per Chart zur Verfügung stellen, sodass ihr gegenchecken könnt, wie weit ihr davon entfernt liegt oder ob ihr vielleicht mit anderen Werten besser parat kommt. Das soll nur als Startpunkt dienen, um anzufangen. Es gibt mit Sicherheit Leute, die gerade erst in die ExoCut einsteigen. Für die könnte das interessant sein. Und übrigens, sollte euch dieses Video gefallen oder unser Content im Generellen, dann zerstört den Like-Button. Das gefällt dem YouTube-Algorithmus und hilft uns. Im Bereich der Kronen- und Brückenversorgung gab es eigentlich die kleinsten Änderungen. Hier ist das Mockup neu dazugekommen. Wir haben verschiedene Typen, wie zum Beispiel Three-Shape lässt grüßen, die Verbinderarten, die wir jetzt neu auswählen können und dadurch halt eine Menge Optionen, die aber eigentlich sehr versteckt hinter kleineren Kacheln liegen. Das Ganze ist jetzt ein bisschen unübersichtlicher geworden, zumindest in meinen Augen. Allerdings eröffnet euch das Ganze viel mehr Möglichkeiten als vorher. Das betrifft vor allen Dingen auch den 3D-Druck. Wählt ihr zum Beispiel die Option Mockup aus, habt ihr die Möglichkeit, ohne einen Kronenboden designen zu müssen, hauchdünne Strukturen wirklich ausstanzen zu können. Ich glaube, ich brauche euch nicht zu erzählen, was das für Möglichkeiten in unseren Arbeitsabläufen eröffnet. Einzelne vinierartige Aufsteckmöglichkeiten für Smile-Designs zum Beispiel sind möglich. Oder auch im Bereich des 3D-Drucks können wir das Ganze direkt miteinander verschmelzen, ein Modell drucken und darüber eine Schiene tiefziehen. Auch die Aufbissschienen sind nicht zu kurz gekommen. Das, was wir schon immer machen wollten, zum Beispiel Kauflächen mit Aufbissschienen zu verschmelzen, ist jetzt möglich und zwar per Option. Das heißt, wir brauchen nicht mehr vorher Drittanbieter-Software oder hin und her wechseln in die verschiedensten Softwaren. Wir haben einfach die Option direkt in der ExoCut. Wir wählen unter Aufbissschiene einfach nur Tabletop Design. Wir brauchen von dort aus nur den Wizard-Schritten zu folgen und schon kommen wir zum fertigen Ergebnis. Meiner Meinung nach die größte Überarbeitung hat der Model Creator erfahren. In der Plovdiv waren zwar viele Sachen schon integriert, aber sehr versteckt. Hier ist es so, sie sind wirklich in den Arbeitsablauf integriert. Ich rede hier im Speziellen von den konischen Stümpfen, den flachen Gingiva-Masken und den neigbaren Modellsockeln. Das sind alles Funktionen, die extrem praktisch sind und das Modell halt auch noch top aussehen lassen. Großartig in dem Zusammenhang sind auch die neuen Thumbnail-Bilder, die ihr sehen könnt bei Abspeicherung von Szenen. Bisher habt ihr bei den Szene-Einstellungen nur sehen können, zu welchem Datum und welcher Zeit ihr etwas hergestellt habt. Dass ihr euch 2-3 Monate später nicht mehr daran erinnern könnt, was ist, war völlig klar. Jetzt habt ihr kleine Bilder, die per Mouseover direkt aufgezogen werden. Ihr könnt sofort erkennen, was ist meine Szene, was habe ich zu dem Zeitpunkt gemacht und das zuordnen. Ich finde, das ist eine hervorragende Lösung des Ganzen und bietet uns auch im Arbeitsablauf die Möglichkeit, das Ganze wiederzufinden, was ja durchaus problematisch sein kann. Habe ich noch irgendwas vergessen oder gibt es Sachen, die vielleicht noch viel interessanter sind für euch? Habt ihr Anregungen, Wünsche? Schreibt es uns einfach in die Kommentare. Ich wünsche euch was.